Hörverstehen, Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus, gleich richtig, und Minus, gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Nachrichten. Berlin. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung kommt heute in Berlin mit Vertretern von Migrantenorganisationen zusammen. Bei dem Treffen im Kanzleramt steht die Umsetzung des nationalen Integrationsplans im Mittelpunkt. Damit werden die Initiativen von Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft und Verbänden zusammengeführt, um die Eingliederung der 15 Millionen Menschen in Deutschland mit sogenanntem Migrationshintergrund zu verbessern. Karlsruhe. Ein totaler Stromausfall hat ganz Karlsruhe am frühen Mittwochabend in Dunkelheit gestürzt. Um 17.36 Uhr löste ein Brand in einem Umspannwerk eine Kettenreaktion aus, die zu einem Stromausfall im gesamten Stadtgebiet führte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Weit mehr als 100.000 Menschen seien von der Panne betroffen gewesen. Etwa 20 Minuten nach dem Stromausfall gelang es nach Polizeiangaben, erste Teile des Stadtgebiets wieder ans Netz anzuschließen. Nach und nach gehen die Lichter wieder an, sagte ein Polizeisprecher. Berlin. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger ist einer neuen Studie zufolge zu dick. 2/3 der Männer und 51% der Frauen sind übergewichtig. Dies geht aus einer neuen Ernährungsstudie hervor. Für die Studie wurden fast 20.000 Deutsche zwischen 14 und 80 Jahren zu Essverhalten, sportlichen Aktivitäten, Einkaufspraxis und Lebensstil befragt. Die Ergebnisse sollen dem Aktionsplan Ernährung der Bundesregierung als Grundlage dienen. Die Minister für Verbraucherschutz und Gesundheit wollen damit für gesündere Ernährung und mehr Bewegung sorgen. Cape Canaveral. In einem gefährlichen Außenbordeinsatz haben 2 Astronauten der Internationalen Raumstation am Mittwoch ein Sonnensegel repariert. Kommandantin Peggy Whitson und Ingenieur Daniel Tani durften bei dem Austausch des Motors nur arbeiten, wenn sich der Orbitalkomplex auf der dunklen Seite der Erde befand. So sollte die Gefahr eines Stromschlags vermieden werden. Auch künstliche Lichtquellen wurden nur minimal eingesetzt. Als der neue Motor montiert und eingeschaltet war, verbesserte sich sofort spürbar die Stromversorgung in der ISS. Peking. Im Kampf mit einer beispiellosen Schneekatastrophe soll Chinas Volksarmee Millionen Menschen zu Hilfe kommen, die auf der Heimreise zu den Neujahrsfeiern gestrandet sind. Mindestens 460.000 Soldaten seien im ganzen Land mobilisiert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Vertreter der chinesischen Regierung begaben sich in die betroffenen Provinzen, wo Tausende auf eisigen Bahnhöfen festsitzen. Der massive Wintereinbruch brachte in vielen Teilen des Landes den Verkehr zum Erliegen und führte zu Stromausfällen. Mindestens 50 Menschen starben in dem Wetterchaos. Bombay. Genau 60 Jahre nach seiner Ermordung durch einen Hindu-Fanatiker ist die Asche des legendären indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi vor der Küste von Bombay verstreut worden. Gandhis Urenkelin mischte die Asche Gandhis gemäß hinduistischem Ritus mit Wasser und schüttete die Urne über dem Arabischen Meer aus. Dafür fuhr die 75-Jährige mit weiteren Familienmitgliedern in einem Boot rund 1 Kilometer aufs Meer hinaus. An der Zeremonie, bei der eine Polizeikapelle Gandhis Lieblingsstücke spielte, nahm auch die indische Innenministerin teil.
Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Ende des Tests Hörverstehen Teil 1.